Herzlich willkommen bei Das Duell hier auf Krone TV. Auch heute werden wir natürlich wieder über spannende Themen diskutieren, beziehungsweise meine zwei Gäste, Lydia Kellowitz und Louis, der Tinder-King, erstmals mit dabei. Schön, dass du da bist und schön, dass du auch da bist. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Wir starten mit einem Thema, das ja für recht viel Wirbel gesorgt hat in den letzten Tagen. Die Bundesregierung hat nämlich verkündet, dass einige erst später in Pension gehen sollen. Ja, und wen das betrifft, das schauen wir uns jetzt an. Die Menschen im Land werden statistisch gesehen immer älter. Das bringt auch unser Pensionssystem zum Wackeln. Mit neuen Anreizen möchte die Bundesregierung die Menschen motivieren, freiwillig länger arbeiten zu gehen. ÖVP-Clubchef August Wöginger stellt nun klar, wer künftig länger arbeiten soll, nämlich all jene, die ein Studium abgeschlossen haben. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, verdienen sich eine anständige Pension, erklärt Wöginger dem Profil. Man müsse aber angesichts der Kosten für das Pensionssystem künftig in eine andere Richtung gehen. Wer eine längere Ausbildung gemacht hat, soll länger arbeiten. Das ist sozial gerecht, nimmt er dabei vor allem jene in die Pflicht, die sich statt etwa einer Lehre oder einem direkten Berufseinstieg für ein Studium entschieden haben. Das ist kein Bashing gegen Studenten, die brauchen wir, aber wer um 10 Jahre später zu arbeiten beginnt als ein Lehrling, ist anders zu bewerten. Und er soll bis 65 arbeiten und nicht früher in Pension gehen, führt Wöginger in dem Interview aus. Boah, ist das gerecht? Mir kocht schon darauf. Ich meine, wirklich? Na sicher, ich reg mich komplett auf, wenn ich das höre. Ich meine, der Typ, der hat einfach wieder mal null Ahnung von dem, was er redet. ÖVP, die sind ja gerade wirklich so ein bisschen in die Enge getrieben mit dem ganzen Scheiß, was da passiert ist. Die Armen sind sehr arm. Und jetzt glaubt er mit dem, was er sagt, okay, die Arbeiterklasse, die darf früher in Pension gehen, dass sie sich damit irgendwie Stimmen erhoffen, was ein kompletter Scheiß ist, wirklich. Weil, ja, okay, es gibt manche, die eine Lehre beginnen, habe ich auch gemacht. Ne? Wir fangen natürlich sozusagen früher mit Arbeit an, aber verdienen auch relativ wenig, und ein Akademiker mit einem Abschluss, ich meine, ein Doktor, der seinen Titel hat und dann ins Berufsleben einsteigt oder auch eine höhere Ausbildung, die verdienen noch mehr und zahlen noch mehr Steuern, oder? Ich meine, das müsste sich doch ausgleichen. Ich meine, ich finde das einen kompletten Scheiß. Es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist das Steuern zahlen und das andere ist ja das wirkliche Arbeiten gehen. Also das Ding. Ja, um was? Es geht ja um die Pensionen, die da halten werden müssen. Na, da geht es sehr wohl um Geld. Und also es geht. Also, wenn sich das ausgleicht, dann passt das ja wieder. Oder? Nur zur Sicherheit muss ich fragen: Arbeiten gehen generell? Arbeiten, also schuften, in so viele Jahre schuften, oder geht es da zu einer gewissen Altersgrenze? Aber welche Studenten gehen nicht arbeiten? Wahrscheinlich die Studenten, die er kennt oder vielleicht er selber war, die Eltern gehabt haben, die genug Geld gehabt haben. Aber haben wir jetzt mehr reiche Leute in Österreich oder mehr arme? Also die Studenten, die ich kenne, die gehen auch arbeiten. Also ich meine, da fängt es einmal an, was redet der für ein Blödsinn? Du sprichst tatsächlich einen ganz, ganz guten Punkt an. Laut einer Studie des WIFO, also des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, ist es tatsächlich so, dass Studenten und Studentinnen in Österreich immer mehr arbeiten. Da gibt es Studien, zum Beispiel von 2002, da waren 57% der Studenten und Studentinnen erwerbstätig und inzwischen sind es schon 67. Und man muss halt dann wirklich auch bedenken, studieren und nebenbei noch arbeiten ist schon ein Wahnsinn. Ja super, so ein richtig toller Politiker wie dieser Typ, der animiert die jungen Leute dazu, dass sie sagen, na, wir wollen nicht mehr studieren gehen, wir wollen nicht mehr arbeiten gehen, keinen Beruf erlernen, wir werden Onlyfans-Model oder vielleicht Influencer. Da verdient man so schnell Geld, wenn man einen Lippenstift in die Kamera halt oder vielleicht ein bisschen dudeln sagt, na, das geht ja einfacher, warum sollte man die Arbeit aufhören? Na bitte, dann haben wir es. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das, zählt das als Arbeiten eigentlich ohne Fans für den Herrn? Ich weiß es gar nicht. Sollten wir ihn mal fragen, vielleicht laden wir ihn einfach beim nächsten Mal ein und das fragen war ihn. Super, ja. Auf jeden Fall. Aber ja, Studierende müssen ja arbeiten mittlerweile, weil ja es ist wieder alles teurer und du musst leider Gottes als Studierende arbeiten. Ich hoffe, dass das auch zur Arbeit zählt, wenn Studierende im Studium arbeiten. Aber klar, für ihn anscheinend nicht. Der weiß ja nicht einmal. Der glaubt, okay, der Mollet, das ist dieselbe
Ausgangsform wie er, die sind nicht die Politiker, alle Akademikerkinder, okay, super, die Eltern zahlen alles. Na, der hat eh keine Ahnung drum, aber... Ich glaube, er will auf das hinauf, dass es ja gerade eben auch eben so publik wird, dass die jungen Leute später zum Arbeiten beginnen, später heiraten, wenn überhaupt heiraten, und dass alles sich halt verschiebt. Ne? Es verschiebt sich alles. Weil früher hat man ja mit 18, 19 halt schon... normal kakelt, mit 23, 24 hast du geheiratet und mit 27 ist das Haus und der Golden Retriever schon da gestanden, ne? Und hast irgendwie so ein normales Leben geführt. Das hat sich ja mittlerweile alles verschoben, weil man sagt, dass die Leute gerade eben faul sind, beziehungsweise weil die Möglichkeiten so viel sind, alles zu tun. Und deshalb denken die sich, sag mal, die sollen länger hackeln, weil sie ja sowieso später anfangen zum Hackeln. Und ich denke mal, blöd ist nur, dass wenn Studierende hackeln, dann geht es ja auf die Geringfügigkeit und die Geringfügigkeit zählt halt dann nicht dazu. Das ist geschissen, aber auch wiederum gut, weil die ja dann dadurch mehr Geld verdienen. Das ist so ein bisschen so, Ja, die Frage ist halt ein bisschen, würdet ihr denn dann noch studieren gehen beziehungsweise eine Lehre machen, wenn ihr wisst, dass euch das dann halt am Ende natürlich nochmal weiter hinausdrückt? Na eben nicht, darum sage ich ja, darum im ganzen Internet sagen alle, boah, ich bin schön, ich verdiene nur mit meiner Schönheit und mit meinem Aussehen ist Geld, ich bin Influencer und ich bin so reich, na, dann interessiert mich das nicht, wenn dann irgendwer sagt, okay, du studierst, musst dich runterhacken, lernen, hast als Student eh wenig Geld, wenn du nicht aus einer reichen Familie kommst und dann sollst du noch länger arbeiten als alle anderen. Naja, da würde ich auch denken, legt sich am Arsch, da überlege ich mir auch was anderes, dass ich Haarprodukte promote im Internet. Das sind ja nicht, geht einfacher. Das haben ja nicht alle reiche Eltern, die nicht studieren. Ja, sag ich, eben eher die wenigen. Aber drum eigentlich so ein Typ, der die Macht hätte, irgendwas zu ändern, sollte nicht mit so einem geschissenen Vorschlag kommen, sondern eher mit einem besseren, dass man irgendwelche Werte vermittelt und eben ein Anreiz dazu ist, dass man irgendwie ein gescheiden Job ist, jetzt unter Anführungszeichen, dass man halt einen erfüllenden Job macht. Also du meinst, dass was jetzt sagen dann die jungen Leute erst recht weniger arbeiten. Naja, sicher. Also, um was geht's? Uns wird vermittelt, Geld ist Macht, was ja auch die Wahrheit ist. Und die Jungen denken sich, wie komme ich am einfachsten Weg zu Geld? Und natürlich denken sie sich, soll ich jetzt mit Social Media und so Geld verdienen, was total einfach ist, oder soll ich mich in ein jahrelangen Studium abrackern, nebenbei nur immer lernen und wenig verdienen, damit ich dann das im Endeffekt kriege? Ich meine, da wärst du deppert, wenn du ja sagst, ich mache das jetzt ganz ehrlich. So. Also, ja, aber das ganz mit ehrlich, Social Media, das funktioniert nein, halt ich finde, da ist schon wieder irgendwer andere in der Politik, der nicht tut so und keine Ahnung hat, wie es zugeht. So wirklich. Ich werfe vielleicht noch ein bisschen Öl ins Feuer. ÖVP-Clubchef August Wöginger hat nämlich unter anderem auch dazu gesagt, Arbeit ist Lebensinhalt, nicht nur Bürde. Noch dazu kann man sich derzeit den Arbeitsplatz aussuchen. Klingt jetzt so ein bisschen so, seid einmal dankbar, wenn ihr überhaupt einen Job haben dürft, wenn ihr arbeiten gehen dürft. Seht ihr das auch Wie so? Heißt der Typ? August Wöginger. Vielen Dank, August. Kurz, red du bitte, weil sonst kommt nur mehr irgendwas raus, wenn ich das schon höre. Ich glaube, ja. Traut sich das öffentlich sagen, was geht mit dem Typen? Ja, er ist ÖVPler, er muss das ja. Ja, anscheinend wirklich, alle kommen nach dem Bundeskanzler. Ich meine, nach dem vorbei, jetzt kommt sowas. Ganz ehrlich, was ist denn los mit der Partei? Was meinst du, welches vorbei? Na, dann eh haben wir mit dem Burgeressen, alle gehen dauernd auf die armen Leute los. Und dann glauben sie, können sie Stimmen fangen. Ich meine, boah, was haben denn die für einen PR-Berater? Mit denen haben sie echt... Ich glaube, dass der halt eben durch diese Social-Media-Kampagne oder zum Beispiel, eigentlich ist es ja das, was gerade so kommt, so dass wir ja das, also wir als junge Menschen, stelle ich mich jetzt mal als jung dazu, uns belustigen daran, dass wir gerade nicht wirklich gescheit so arbeiten, wie man so früher mal gearbeitet hat. In der Fabrik und hier und Leder und das und Schuhmacher und alles, das gibt es ja alles nicht, weil Globalisierung und so weiter und so fort. Dass der sich darauf versteift, dass wir das belustigen, dass wir ja nicht so viel hackeln, gerade beziehungsweise, dass unser Arbeitsalter ja später anfängt und damit sollten wir auch alle später in Pension gehen. Das Problem an der Sache ist so, ja, da hat er irgendwie recht, mathematisch gesehen hat er recht, aber biologisch gesehen ist das dann doch ein
bisschen vage, weil selbst auch nur, wenn du den ganzen Tag im Bett liegen, bis du einen Kaffee gemacht hast und Social Media gemacht hast oder mal irgendwo da deine Arschbacke reingehalten hast oder dort, ist es ja immer noch so, dass man dann mit 70 trotzdem alt ist oder gebrechlich. Es ist einfach nicht richtig. Unterm Strich sage ich, man soll schon mit der Zeit gehen, aber das, was er vermittelt, ist einfach falsch. Es geht, ja geht sogar in die falsche Richtung, sage ich. Es geht ja sogar noch ein bisschen weiter und es werden ja Anreize geschaffen, damit halt auch in der Pension die Menschen sich entscheiden, noch zu arbeiten. Ganz kurz, würdet ihr das machen, in der Pension dann noch arbeiten, wenn es dafür gewisse Benefits gibt? Ich muss sagen, ja, ich sage auch ja, weil ich habe vielleicht das Glück, dass ich immer einen Job ausgeübt habe, der mir, natürlich gibt es schlechte Tage und auch gute, aber die meisten sind gut, wo ich mich erfüllt habe und wenn man dachte, ja, ich habe einen Sinn und mir taugt das und dann habe ich auch freiwillig oft mehr gearbeitet, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es Leute gibt, die jeden Tag sagen, boah, ich scheiß drauf, ich habe keinen Bock in die Hocken zu gehen, ja, dann tut es mir echt leid für die und dann sollte man die aber auch unterstützen, dass vielleicht was anderes machen und ein Anreiz sehen, weil die Leute, die wirklich nicht arbeiten gehen wollen, da ist sicher ein anderes Problem, aber darauf rumzuhacken und so, das ist auch der falsche Weg. Ist auf jeden Fall ein Thema, was für viel Aufruhr sorgt. Ich glaube, da könnten wir uns sicher noch einige Stunden wahrscheinlich drüber unterhalten. Ein weiteres Thema, was ebenfalls in den letzten Tagen für Wirbel und Aufruhr gesorgt hat, ist, dass die KI ja wirklich immer präsenter wird. Und die zieht jetzt sogar in österreichische Klassenzimmer ein, aber verblödet dadurch unsere Jugend. Die Frage stellen wir uns gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Das Duell mit Lydia Kellowitz und Louis, der Tinder-King. Wir sprechen über ein Thema, wir schauen jetzt mal ein bisschen in die Schulen. In den nächsten zwei Schuljahren sollen nämlich 100 Schulen in Österreich zu sogenannten KI-Pilotschulen umstrukturiert werden. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek jetzt verkündet. 250.000 Euro sollen da in dieses Projekt quasi rein investiert werden. Und das Ganze ist irgendwie, das wurde recht oft betont, nur als Unterstützung gesehen. Also das heißt, man muss zum Beispiel auch angeben, wenn man Hilfe von einer KI bei irgendwelchen Schularbeiten benutzt hat. Und man darf natürlich auch keine Leistungen vortäuschen. So. Seht ihr das als eine gute Idee, dass man künstliche Intelligenz in der Schule integriert oder sollte man das lieber verbieten? Ja. Ich sag das ja, nein, was sollen integrieren? Technik ist super, KI rein da in die Schulen. Die ist ja sowieso schon drinnen, die arbeiten ja schon alle mit ChatGPT, oder? Dann soll das ja auch so, ist das dann offiziell, da ist die KI, dann arbeitet man auch wirklich offiziell mit der KI und dann haben die auch mehr Kontrolle darüber, ob das jetzt eine KI geschrieben hat, die Arbeit oder Schularbeit oder Ausübung, wie auch immer. Also ich bin generell immer für KI, sonst wäre ich ja heute nicht hier. Ich bin auch nur ein Deepfake. Was glaubt ihr wirklich, ich bin ja wirklich da? Das ist ja KI. Wir haben es doch nicht geschafft, den echten Tinder-King herzuholen. Das geht mir doch nicht. Nein, aber ich muss sagen, da bin ich auch bei dir. Ich meine, es gibt immer einen technischen Fortschritt. Ich meine, damals, wie ich einen Taschenrechner im Gymnasium gehabt habe, hat meine Oma auch gesagt, das hat es bei uns nicht gegeben, wir haben die Wurzel selber ziehen müssen. Ich denk, ja, aber die meint die Karotte. Nein, aber ich könnte das tatsächlich heute auch nicht so schriftlich eine Wurzel ziehen. Brauche ich auch nicht. Habe einen Taschenrechner, der macht das. Damals war das, boah, das darfst du nicht machen. Und jetzt gibt es halt sowas. Und ich, ganz ehrlich, ich habe mir das angeschaut, dieses Chat-GPT, wie heißt das denn? Chat-GPT? Wenn ich irgendwas... Nicht Chat-GPT? Ich habe es nicht verwendet, aber ich denke mir auch so wie Google Translator, wenn du da was eintippst, du kannst dich nicht nur auf ein Programm verlassen. Das ist ja ein Computer, ein Roboter. Da gibt es sicher auch viele Tücken und viel Blödsinn, was da hingeschrieben wird, wie bei Google Translator. Wenn du nur das abschreibst, kommt der Blödsinn raus. Darum, ich finde, so einen technischen Fortschritt eben als Unterstützung, so wie der sagt, kann man das sehr wohl sehr gut verwenden, mache ich auch. Wenn mir mal ein englisches Wort fehlt, ja, passt, dann gebe ich einen Text ein und dann habe ich ein bisschen einen Zusammenhang. Wenn ich schon Vorkenntnisse habe, kann ich das natürlich herausfiltern. Was kann ich jetzt nehmen davon, was gut ist und was nicht. Und ich glaube, so wird es auch
angedacht. Das ist nicht schlecht. Solange das Programm, was die da vorhaben, funktioniert, weil wenn der Staat irgendwie jetzt Computerprogramme macht, ist das nicht, meistens nicht immer so geil oder funktioniert nicht immer was so gut. Was meinst du denn? Nein, das ist alles super. Schaut auch wirklich vom Design her auch wirklich ganz, ganz natürlich toll aus. Ist auch sehr günstig normalerweise. Ja, aber was ist das? Das Kontexte schreibt das Programm oder wie? Weil du, oder, ja, ja, nein, das, nicht, oder? Ja, das antwortet dir in verbaler Schrift. Du kannst einfach dich damit, du kannst dich mit ChatGPT sozusagen unterhalten. Du musst nicht alles von vorn eingeben, weil die noch einmal. Und in welchen Fächern könnte man das verwenden? Zum in Beispiel? Allen. Du kannst das über. Nein, in Deutsch, da hast interpretieren müssen. Das kann doch ein Computer nicht machen. Also das könnte ich doch nie ersetzen. Das ist tatsächlich also ein Problem. Deshalb hast vielleicht Ansätze von diesem Programm, aber du musst selber mit deiner Kreativität dann irgendeinen Text zusammenfassen können. Und ich glaube kaum, dass das das Programm komplett ersetzen kann. Das ist tatsächlich ein Problem. Und es ist aber ein Problem, dass das Teil schneller lernt als geplant und sogar jetzt mittlerweile Humor und sowas erlernt. Und Kreativität, Humor. Individuellen Humor, weil ich meine, wenn das Programm immer in selben Schmäh bringt, dann weiß man auch irgendwie, okay, steht jedes Mal selber irgendwie gut. Das stimmt. Ich das heißt, du bist ein ChatGPT-Fan auf der Seite? Ja, tatsächlich, ja. Wofür verwendest du denn ChatGPT? Ach, immer Gedichte schreiben lassen. Ja, ja. Aber da kommt meistens immer dasselbe raus. Oder wenn ich einfach zu faul bin, die Google-Anzeigen da anzuklicken, dann unterhalte ich mich einfach mit ChatGPT über das Thema, damit das dabei rauskommt. Ja. Tatsächlich, ja. Okay. Die Frage, die sich natürlich sehr, sehr viele stellen, wenn man sich dann so auf solche künstliche Intelligenz, auf solche Programme wie ChatGPT irgendwie verlässt, verblöden dann unsere Kinder und die Jugendlichen dann, weil du halt schon ein bisschen fauler wirst natürlich? Ja, die müssen ja jetzt eh mehr hakeln. Sehr wohl. Na, um noch mal aufs andere Thema zu kommen. Dann soll doch die Schule oder die Unis eben das als Chance sehen, dass sie denen Jugendlichen und denen Lernenden vermitteln, welche Werte eigentlich wichtig sind, was mein Leben braucht. Nicht immer irgendwas zu kopieren und abzuschauen und auswendig zu lernen, sondern auch die eigene Individualität so zu sehen, eben in einem Text. Und ich glaube, wenn man da den Schwerpunkt sieht, darauf sich zu fokussieren, dann kann das Schulsystem das als Chance nehmen, dass man auch vorzeigt, welche Tücken so ein System hat und was schlecht ist und was der Mensch eben unersetzbar macht. Und darauf finde ich, wär das auch nicht schlecht, das einzubinden. Ich glaube, verblöden ist das falsche Wort. Das heißt, ich glaube, verblöden ist einfach das falsche Wort. Man, das, was man erlernt hat heutzutage oder wie man es noch immer lernt, so wie wir es gewohnt sind mit Tafel und Malrechnen und bla 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 bla, das geht ein bisschen unter, aber ich glaube, die Intelligenz verschiebt sich ein bisschen und du lernst einfach, du musst manche Basissachen nicht mehr so lernen, wie es heute passiert, weil die KI jetzt dann mit einfließt in das Schulsystem und auch mit einfließt in dein Leben und in deine Hirn. Ja, super. Hirn. Ja, ja, dann so wird das ganze unnötige Scheiß, ja, wir werden Cyborgs irgendwann. Es Louis, ist so. Du bist ja selber kein Trottel und verwendest das. Ha? Das heißt, du brauchst ein paar Vorkenntnisse, dass du überhaupt weißt, was du davon gebrauchen kannst. Also wenn du das mir jetzt gibst, das Programm, denke ich mal, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also drum, du wirst dich damit beschäftigt haben, denken, wo kann ich mal die guten Punkte rausziehen und das dann verwenden. Und wenn es irgendein Laie das Programm gibt, ja, du kannst damit schummeln und so, der fängt eh nichts damit an. Du brauchst ein paar Kenntnisse über ein Thema, dass du überhaupt weißt und was richtig Produktives erschaffen kannst. Sonst ist es unnötig. Good point. Na gut. Good point, weiß ich nicht, weil ich glaube nämlich, dass dieses ganze Computergedöns, das ist die 12-Jährigen, wenn nicht jünger, die 8-Jährigen heutzutage, die kennen sich meist besser mit iPad und sonst was aus, als ich selber. Ich schwank ich ein bisschen. Ich werde in letzter Zeit immer wieder von ganz, ganz jungen Menschen, Kindern, sage ich, überrascht,
wie fähig die eigentlich sind, Computer- und Software-Sachen zu bedienen, das ist ganz, 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 ganz heikel. Was aber auf jeden Fall auch spannend ist, es wurde ja, das heißt ja, dass das aber wirklich auch eben nur als Hilfe gilt, so wie man halt einfach die Formelsammlung zum Beispiel in den Schularbeiten benutzt hat. Und dass man aber zum Beispiel damit jetzt gewisse Aufgaben nicht lösen darf, dass die Letztverantwortung bei Schülerinnen und Schülern liegt. Aber kann man denen vertrauen? Nicht wirklich. Nein, aber das ist ein Witz, bitte. Ich meine, wer hat nicht früher, damals hat es das nicht gegeben, einen Schummelzettel gehabt, dann irgendwie das Handy. Ja, das ist ein Witz, bitte. Ich meine, komm, das kennen uns nicht. Natürlich sagt man, schummeln darf man nicht. Und wer hat es nicht gemacht, geh bitte. So, wenn wer keinen Zettel eingesteckt hat, dann war es der Streber und war es gleich so, die nimmt das ganz ernst. So, na komm. Also okay, das heißt, ihr hättet schon ein bisschen geschummelt in der Schulzeit. Hallo, du liest ja selber von einem Zettel ab. Das stimmt. Warum bringt man es überhaupt zum Punkt? Ne? Also, weil es das eben gibt, ne? Das wird sich auch nie ändern. Aber Schummeln ist auch so eine Sache, wie man sich auch durchs Leben schummeln kann. Wie man einfach andere Menschen vielleicht austrickst oder Systeme austrickst oder sich selber auch vielleicht austrickst. Dann so, ich finde, das ist auch, Schummeln gehört auch, ist auch eine gewisse Fähigkeit. Ja, natürlich, da stimme ich dazu. Hallo? Da muss man kreativ sein und sich auch richtig schlau sein und irgendwem ablinken können. Also, was hallo, schummelt ihr denn so im Alltag? Was gibt es denn da für Situationen? Ja, zu Translate. Filter so. Auf Instagram, das ist der Nonplusultra. Wirklich, machst du Filter auf Instagram? Ja, sicher, aber ich mache auch ohne Filter, aber eher weniger so ab und zu. Wenn ich dann gut ausschaue ohne Filter, dann mache ich es. Sonst immer. Also heute haben wir natürlich keinen Filter hier drauf. Ja, leider, ja, wir sind im Fernsehen. Schauen alle wirklich so auch aus. Gar kein Make-up. Gar nichts. Wir schummeln im Fernsehen nämlich kein überhaupt nicht. Kein Spickzettel, gar nichts. Letzte Frage vielleicht zu dem Thema. Werden wir nicht auch irgendwie dadurch ein bisschen abhängig einfach von künstlicher Intelligenz, noch mehr von der Technik? Ja. Ist es, aber das ist schon auch ein bisschen gruselig. Es ist gruselig, aber ich glaube, wir müssen damit umgehen lernen. Also ich glaube, wir müssen damit umgehen lernen. Das ist, wir müssen jetzt anfangen, das selber zu integrieren tatsächlich in Arbeit, in Schule, weil sonst das Problem ist, glaube ich, wenn wir das nicht machen, dann überläuft uns das, weil du hast keine Chance gegen den scheiß Computer, wenn wir es nicht selber von vornherein schon schauen, dass wir sind in einer Gesellschaft und wir sind halt Roboter oder Sklaven der Gesellschaft, wie man es nehmen will. Und wenn wir darin leben wollen und existieren wollen, dann müssen wir uns auch den Fortschritt so weitergeben. Auch wenn sonst, ich bin ja die Heidi vom Land, ich könnte als Eremit auf der Alm leben, als Selbstversorger, dann könnte ich ja Systemaussteiger sein. Will ich nicht, ich genieße das auch immer, ein Glas Sekt zu trinken in der Gesellschaft. Deshalb, ich beuge mich dem und öffne mich der KI. Ja, das ist doch ein grandioses Schlusswort für dieses Thema, weil wenn der Tinder King höchstpersönlich bei uns im Studio sitzt, was kommt jetzt? Na, dann müssen wir natürlich auch über Dating sprechen. Ja, so, das ist natürlich klar. Da gibt es ja gerade, besonders auf Social Media, auf TikTok, ganz besonders ziemliche Horrorgeschichten, wo Menschen erzählen, was sie für absolute Chaos-Dates hatten. Bevor wir dazu kommen, so Louis, ganz wichtige Frage, wie viele Dates hattest du schon in deinem Leben? Ab 2 habe ich dann aufgehört zu erzählen. Nein. Also nein, gestern quasi. Gestern habe ich aufgehört zu erzählen, nein. Ich habe schon, ja doch, ich habe so Phasen, mal mehr Dating und mal so Phasen, das ist halt weniger Dating, aber schon. Ich habe dazu eine Frage. Ab wann gilt ein Date als Date? Oh, das ist eine sehr gute Frage. So. Wenn du den Menschen nicht kennst oder zum ersten Mal siehst und trotzdem mit dem in irgendeiner Abmachung stehst. Echt? Dann ist es ein Date nicht? Dann haben wir gerade ein Date. Weil wir kennen uns ja eigentlich schon, aber wir ja noch nicht. Es heißt jetzt auch nicht mehr, oder nur zu zweit. Das heißt jetzt einfach Krone TV ein Date. Das Date auf Krone TV. Das hat mich jetzt wirklich interessiert. Wir sind ja zu dritt, wenn du sagst zu zweit, aber wenn du wem kennenlernst, so freundschaftlich, und dann sagst, hey, gehen wir mal auf ein Date, dann ist kein Date, weil ihr auch vorher schon kennt habt. Oder, ja, drum, ich frage jetzt wirklich so. Ja, das ist eben eine. Ja, doch. Keine Ahnung. Das ist ja diese, wenn du sagst, geh mal auf ein Date, dann hast du irgendwie so, ich glaube, das ist so eine unausgesprochene Regel, so diese Regel, dass du jetzt ein bisschen hier sitzen musst, auch wenn es da jetzt am Arsch geht, musst jetzt da sitzen und mit diesen Menschen halt
reden oder ein muss Abend ich haben wir doch das will man wenn man sich freiwillig ja, auf ein Date verabredet. Ja, aber kann ja sein, dass es auch schief geht, ne? Also dass du merkst in den ersten zwei Minuten, ja, das ist jetzt eher, es ist jetzt eher anstrengend. Und warum kann man nicht ehrlich sein und sagen, du so eigentlich habe ich keinen Bock auf das. So. Ja, das da gibt es eine Geschichte tatsächlich auf ja? TikTok von einer Influencerin namens Megan James, 26 Jahre alt. Die hat sich ein Date ausgemacht, ist dahin gefahren und hat dann auf einmal, das hat sie danach auf TikTok bei sich auf der Seite erzählt, und hat dann auf einmal gesehen, okay, der Typ, da sind aber noch zwei weitere Plätze neben mir. Was genau passiert hier? Und dann sind da tatsächlich noch zwei weitere Frauen aufgetaucht. Der hat sich gedacht, na, wieso mache ich drei Einzeldates aus? Mache ich gleich alle in einem. Da super. Kannst du auch nicht aufstehen und sagen, so, das ist mir jetzt, das ist mir zu blöd, ich gehe. Geiler Typ. Geiler Typ einfach, ja. Na, also. Ich würde sagen, wenn ich die Frau wäre, würde ich mir denken, wo sind die anderen Typen da im Club? Ich würde mir gleich 10 andere Typen holen. Ah, ich bin eingeladen, man kommt, sauft mit uns. Dann ist das auch ein riesengroßes Dateveranstaltung. Ja, eben, passt so. Und jetzt suchen wir uns aus, wer am besten ist von da. Na, wirklich, na, absolute Frechheit. Was glaubt denn der? Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Na, tatsächlich. Oh ja, es gibt Frauen, wirklich, die kenne ich, die sich dann denken, okay, auf einmal sind wir im Wettkampf. Wir wollten den Typen und jetzt machen wir ein Battle, wer kriegt den? Das ist richtig traurig, wo ich mir denke. Wie bei Bauer sucht Frau, oder? Na, ja, eben. Bitte, haben die Frauen keinen Selbstwert? Wirklich, nein, wurscht. Wie ist es denn in eurer Dating-Geschichte? Was waren eure schlimmsten Dates? Was war denn so das Date, wo ihr sagt, also das gehört eigentlich verfilmt? Na, der kommt von verfilmt ist bei dir natürlich. Bei mir sehr viele Dates. Und tatsächlich, also wenn du es wirklich real haben willst, dann sind natürlich die allerschlimmsten Dates bei mir gewesen, wo ich dann auf dem Date war und dann, ich war oft mit Tinderreisen auf dem Dreh und so. Und dann sitzt du aber wirklich da. Und dann heißt es aber wirklich hier, du musst da sitzen bleiben, weil dann hast du eine Produktionsfirma auch noch hinter dir. Und das wird dann weird, wenn du merkst, also ich in dem Fall, das ist eigentlich jetzt nicht mein Fall oder das geht sich hinten und vorne nicht aus, aber hast irgendwie zwei Kameras da, Mikrofone überall und dann sitzt da, das ist schon richtig weird. Ja, ja. Nee, aber das kannst du nicht als echtes Date beschreiben, wenn die Kameras dabei sind. Gebiete. Da fehlt die Romantik. Ich kann da überhaupt nicht mitreden, leider Gottes, wirklich. Ich hasse Dates, wirklich. Ich hasse das. Das ist wie ein Bewerbungsgespräch. Ich hatte schon einmal eins. Dann sitzt du da, redet man so, welche Haustiere hast du, Hobbys, was verdienst du, was arbeitest du? Denke ich mir, hey, boah, wirklich, das reicht mir ja, so. Auch nicht gut daten, weil welche Haustiere hast du mich auf Camera auch schon backstage gefragt, welches Haustier habe ich. Ne? War das ein Date schon? Schau, das kommt drauf immer an, was man will im Leben. So. Also ich bin da immer schnell, ich komme immer auf den Punkt. So. Also nicht jetzt irgendwas anderes denken, aber ich brauche nicht daherreden, wenn ich eh weiß, so, warum rede ich irgendwas daher? Wenn Chemie passen soll, dann muss ich nicht irgendwie bla 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 machen, machen wir irgendwas Cooles. Oder ich habe es früher so gemacht, habe einfach eine Party geschmissen und dann habe ich halt, ja, so wie der eine Typ, hat aber Frauen eingeladen. Ich habe halt immer nur einen eingeladen und alle anderen, die ich kannte. Und dann haben sich die Leute unterhalten, die sich gut finden und nicht so. Wenn es dann nicht passt hat mit den Typen, dann habe ich jetzt 10 andere Freundinnen gehabt. Vielleicht passt es da besser. So. Aber da gab es ja sicher auch mal Situationen, die so gar nicht gepasst haben. Oder im Club vielleicht einmal, wenn du mal angesprochen wurdest. Na, tatsächlich bei mir nicht, weiß ich nicht. Ich denke mir auch immer, wenn ich einen Typ haben will und der hat dann Augen auf meine Freundin geworfen, dann ist er für mich eh schon uninteressant. Was muss ich mich da jetzt streiten? So, dann weiß ich eh, das hat keinen Sinn. Ne? Lüde, willst du nicht irgendwann mal einfach nur so randommäßig irgendwas erzählen? Einfach auch mal Leute treffen, mit denen du auf den Tisch sitzt und einfach denen einfach mal kurz einmal erzählst. Es ist auch so eine Art Reflexion für sich selber, dass man einfach mal erzählt, wie geht's mir eigentlich gerade? Was mache ich überhaupt in meinem Leben? Weil das kannst soll ich meinen Freunden ersten Date erzählen, ja, wie ich traurig bin. Naja, du bist ja nicht immer na, ganz traurig. Ehrlich, wenn mir ein Typ erzählt, ja hallo, ich freue mich, ich lerne dich kennen und ja eigentlich bin ich traurig und einsam, denke ich mir. Bitte, dann sage ich, tut mir leid, du bist nur zu depressiv. Also unglückliche Menschen. Na ja, nein.
tut mir leid, so ich meine, ich nein, das nein, das ist ja nicht. Gib mir. Ja, hast du gerade gesagt, oder? Aber du kannst ja nicht, nur weil ich sage, selbst reflektieren, muss man nicht gleich die traurigsten Geschichten loslassen. Ja, wie, was macht man am ersten Date? Ich weiß nicht. Naja, einfach nett miteinander plauschen oder irgendwo rumstrapanzen oder irgendwas okay. machen, was man sonst eigentlich nicht macht. Oder erzählen, was man sonst ich nicht erzählt. Ich bin so froh, dass ich einen Tinder-König heute da habe. Da gibt mir ein paar Tipps. Ja. Fürs ich bin ja gerade offiziell Single, gell? Offiziell noch Single. Darf ich eine Frage? Oh. Ein Date vielleicht danach? Ja. Ja? Gibt es was zum Trinken? Bin ich dabei. ich kann dich auch alleine lassen. Also, wenn das da jetzt irgendwie zu intim wird, ja, dann lassen wir das, gehe ich einfach nach Haus und dann macht ihr das ja gemeinsam weiter und wir daten einfach. Also, wir schauen einfach, wie euer Date läuft. Okay, von mir aus gerne. Wäre doch, wär doch vielleicht fürs nächste Mal, wäre das vielleicht ja, mal eine gute ja. Idee. Ich weiß nicht, ob ich nochmal eingeladen werde. Das sehen wir dann, je nachdem. Noch sind wir ja nicht vorbei. Wir haben ja noch viele spannende Punkte, die wir jetzt zum Diskutieren haben. Noch spannender als Dating Fails? Nein, wow. Nein, bei Dating Fails sind wir noch nicht durch. Also, wenn wir dich schon hier haben, müssen wir dann natürlich auch noch ein bisschen fragen. Tinder King, Tinder, Online-Dating, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Kann man sich denn beim Online-Dating alles erlauben, so wie dieser Typ da jetzt? Der hat sich da mit dieser Mädel getroffen und sich gedacht, er nimmt sich dann noch zwei andere mit. Geht das? Ist das okay? Naja, wenn es ihm nicht zu peinlich ist, naja, was soll man machen? Ich sehe ja das, dann kann ich noch immer sagen, ja, okay, ich gehe. Aber man kann sich natürlich nicht alles erlauben. Okay. Also um Gottes Willen. Also, gut. Okay, also, gut. Immerhin gibt es Grenzen. Aber ich habe mir tatsächlich Tinder runtergeladen, seitdem ich Single bin, also länger, und dann habe ich es mal probiert. Und wenn ich dann ein Match habe, und ganz ehrlich, so, ich meine, wie sollst du, ich krieg so blöde Nachrichten, obwohl ich echt seriöse Bilder drin habe. Der eine schreibt mir, du schaust aus, als würdest du eine Banane und eine Zucchini gleichzeitig reinkommen. Da denke ich mir, Junge, was soll ich jetzt zurückschreiben? Was? Eine Zucchini und eine Banane gleichzeitig reinbekommen, denke ich mir, okay, ich habe nichts Creme löschen. Der nächste schreibt, für dich würde ich sogar freiwillig einen Mann, wo ich mir denke, ich meine, die Männer, wenn die schon das eine wollen, glauben sie, mit denen fangen sie an, so wo ich mir denke, so, ich habe die App wieder gelöscht. Ich meine, das ist sinnfrei. Das ist ja wirklich bescheuert. Und du bist der Tinder-King. Ich meine, wie machst du das? Du schreibst es und die Frauen sagen, ja, super, nee, ich kriege noch eine nicht. Karotte auch rein. Yes, let's do it, oder wie? Ist die Karotte jetzt der rote Faden, oder? Ich weiß es nicht, so wo ich mir denke... Gibt's ja nicht. Ich schreibe immer, für dich schiebe ich die Wolken weiter, sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Da schreibst du wirklich. Ei. Und das funktioniert? Nein. Okay. Dann, bin ich jetzt beruhigt. Dann komme ich wieder zu Melanie Zahl zurück. Nein. Man schreibt einfach Hallo. Ich schaue generell immer, dass der Chat so kurz wie möglich gehalten wird, damit man einer Antwort so viel wie möglich da seine Personality da weitergegeben hat und immer mit einer Frage enden, das ist wichtig, bitte jede Kommunikation im Chat, gerade bei Datingseiten, immer mit einer Frage enden, so hält man das Gespräch am Laufen. Gute Tipps kriegen wir hier gerade. Wie ist denn das eigentlich prinzipiell bei den verschiedenen Geschlechtern? Wie daten Männer, wie daten Frauen? Gibt es da Unterschiede? Ja, anscheinend, weil was ich gerade so höre, gibt es definitiv Unterschiede. Ja, ich meine, ich denke mir schon, wenn ein Mann zu mir sagt, wir wollen uns treffen und dann sagt er, er will einen Kaffee trinken, denke ich mir, okay, der ist broke, so kann er nicht einmal in sein Leben investieren, dass er irgendwie essen geht. Ich sage nur, wir könnten essen gehen und die Männer gehen davon aus, okay, ich muss jetzt die Frau zum Essen einladen. Von dem war gar nicht die Rede, wenn man sagt, wir gehen essen, aber dann sagt er, gehen wir auf einen Kaffee. Das sind die Typen, die halt jeden Tag eine andere daten, weil sie denken, ein Kaffee kostet so viel, das kann ich mir leisten. Ich suche raus. Und wenn ein Mann einmal sagt, okay, wir gehen essen oder ich lade dich zum Essen ein, denke ich mir, okay, der ist halt stabil und der hat auch ein paar Prioritäten und nimmt nicht jede. Nein, nicht nur das. Ich meine, Entschuldigung, wenn man sich kein Essen leisten kann. Okay, ich möchte schon einen Typen haben, der auf Augenhöhe ist. Und wenn er sagt, okay, wir können nie essen gehen, dann sage ich, okay, dann wird es früher oder später ein Problem geben, weil ich halt schon dieses Kapital habe, dass ich ab und zu essen gehe. Dann passt hinten und vorne nicht. Ja, aber beim ersten Date muss man ja nicht gleich... Also da geht es ja darum, dass man sich kennenlernt, oder? Wie ist denn das, weil du gerade schon sagst, so erstes Date, da geht es ja ein bisschen drum... Beim ersten Date, so, wenn man sich mag, so kann man da auch mal gleich mit nach Hause gehen? Wie schaut's da aus? Ja, wenn man sich mag,
dann kann man auch mal nach Hause gehen, okay. Pflanzen anschauen, kann man halt mal schauen, wie man Schlafzimmermöbel anschauen, kann vielleicht ja ausprobieren, wie die Matratze so ist, gemütlich, nicht gemütlich. Kann man machen, wenn man sich mag. Okay. Wenn man sich mag. Generell Wohnung schauen, da kann man schon einiges erfahren über den Menschen. Okay. So, ich verurteile niemanden. Also. Ja, so, ist auch okay. Ja, ich habe da ein paar Ansprüche, die auch selten erfüllt werden. Aber na. Was sind das so für Ansprüche, Entschuldigung? Na, schau, ich würde grundsätzlich. Gerne. Übernehme gerne meinen Job. Grundsätzlich würde ich bei dir sein, aber dann hätte ich so Ansprüche wirklich, die Liste halt so lang ist und die wird halt nie in mein Leben erfüllt. Dann mache ich es halt nicht, wurscht so. Sollte mal zufällig das der Fall sein, wäre ich bereit dafür. Aber wie gesagt, die Liste ist sehr lang. Aber ich, beim ersten Mal, ich meine, was kann ich beurteilen? Das Äußere und vielleicht, ob ich Sympathie empfinde, aber so mehr nicht. Und für mehr reicht es dann auch nicht. Wenn ich jemanden länger kenne, dann ist das was anderes. Aber für den ersten Mal, also, das... Es wird ja immer so ein bisschen verschrien, auch wenn Männer vielleicht beim ersten Mal gleich mit wem heimgehen oder wenn Frauen gleich mit wem heimgehen, dann ist das Bild ja doch immer ein bisschen ein anderes. Bei Frauen heißt es dann so, das ist eine... Das Wort sagen wir nicht. Eine Bitch ist das. Wir sagen das Wort doch. Ja, ich sag das, wobei ich dann niemanden verurteile. Manche haben so das Empfinden und manche so. Ich verurteile niemanden. Ich kenne auch einige, die das machen und das unterscheiden können. Ich bin halt ein sehr sensibler Mensch und ja, ich fühle mich da nicht wohl dabei aus. Und wenn manche das cool finden, so, warum auch nicht? Mhm. Und ich finde die Männer auch da grauslich, dass sie immer dann die Frauen abwerten. Die dürfen alles und die Frauen, na, die sind eben dann eine Bitch, wenn sie da gleich mitgehen. Also das geht auch überhaupt nicht. Ja. Ist eine Aussage. Ja, das habe ich auch. Ja, bin ich natürlich bei ihr. Ich weiß auch nicht, warum das irgendwie in unserer Gesellschaft so angekommen ist, dass die das... da in dem Fall Frauen und Männer nicht auf gleich. Aber Frage auch an dich. So, ja. Ich habe auch gehört von den Männern, so, wenn eine Frau gleich mitgehen würde, eine Beziehung wäre dann ausgeschlossen. Okay, die kann mitkommen, so, die sind dann schon abgestempelt. Aber dann, dass irgendeine Beziehung entstehen könnte durch so, was, so was, das erste was, Mal. Ich glaube, das müssen wir hinter den Kulissen regeln. Ja. Da geht es hier gleich heiß her. Wir haben ja auch noch ein anderes Thema, was wir natürlich auch noch besprechen wollen. Nämlich, wenn wir an so Namen wie Britney Spears oder Lindsay Lohan denken, da denken wir ja leider auch an negative Schlagzeilen. Was das für welche sind und was die so auslösen, gleich nach der Pause. Willkommen zurück bei Das Duell hier auf Krone TV. Drogenabstürze, Alkoholsucht, Partyexzesse. Ja, ganz viele solcher Geschichten lauern auch in der Welt der Stars. Wen das auch immer wieder betrifft, schauen wir uns jetzt an. Mit Ruhm und Erfolg steckt leider oft die Gefahr, als Star in die Drogen-, Medikamenten- oder Alkoholfalle zu tappen. Jüngstes Beispiel: Jenny Elvers. Die deutsche Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin war über 10 Jahre trocken. Dann der Rückfall. Bei einem Alkoholtest sei ein Wert von 1,7 Promille festgestellt worden. Im Gespräch mit der Bild verriet Elvers nun, wie es zu dem Vorfall gekommen war. Ich leide seit über 10 Jahren an Depressionen. Darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben, schildert sie. Sie sei eigentlich medikamentös gut eingestellt, habe aber dennoch immer wieder Phasen, in denen sie traurig ist und merke, sie muss aufpassen. Mit ihrer Sucht steht Jenny Elvers aber keineswegs alleine da. Guess what? US-Schauspieler und Iron Man-Star Robert Downey Jr. sorgte Ende der 90er Jahre wiederholt für Schlagzeilen aufgrund seiner Drogensucht. Schon sein Vater war abhängig und gab seinem damals 6-jährigen Sohn seinen ersten Joint. Downey Jr. stand wegen Besitzes illegaler Drogen mehrmals vor Gericht. Seine Eskapaden beendeten fast seine Schauspielkarriere. Erst als er seine heutige Frau Susan kennenlernte, schaffte er den Absprung und wurde clean. Ja, ein Schicksal, das auf jeden Fall sehr, sehr viele Stars auch immer wieder betrifft. Was meint ihr, warum treten denn gerade so viele Stars in diese Falle der Sucht? Naja, ich glaube nicht nur Stars, sondern generell
ist der psychische Druck. Es geht aber jetzt um Stars. Ja, aber generell, die, auf die hat man halt das Augenmerk, ne, weil die in der Öffentlichkeit stehen, die Leute, die halt nicht bekannt sind, da weiß man das nicht so und die verschweigen das. Da kriegt man das halt mit, wenn der irgendwo sich irgendwas kauft. Ja, das kannst du aber dann bei jedem Promi-Thema sagen, ist ja egal. Ja, was, bei jedem Promi-Thema? Ja, warum ist das? Es ist doch logisch, dass wenn jemand zu Alkohol übermäßig greift, nicht wie ich, weil ich habe das ja verantwortungsbewusst im Griff, dass da irgendwas zu ersetzen ist. Du hast jetzt absichtlich, hast du jetzt hier nochmal stehen lassen, ne? Weil du wusstest, ich bin jetzt ja leer. Ja, Abhängigkeit und Sucht, ja, wie, da kann man drüber streiten. Leer, du bist ja auch leer, ne? Wie gesagt. Ich habe noch einen Schlatzlack. Ja, natürlich. So ist nicht. Ich meine, die haben so einen Druck und die fühlen sich oft alleine. Irgendwas muss man halt ersetzen und dann sind die Drogen halt ein Mittel dafür, dass man das, was einem fehlt, halt ersetzen kann, würde ich einmal sagen. Ja, also das kennt man ja schon von früher. Wie war das? Früher hat man die Drogen genommen, da waren sie ja noch legal, so einige, die ja heute illegal sind. Und da hat man damit ja seine Kunstform bestimmt, so Musik und so, und Bilder malen und alles. Das wurde ja damit unter Drogeneinfluss so gemacht, was man ja heute noch bewundert. Musik und Bilder. Ja. Ja, heutzutage auch noch, machen doch viele. Ja, genau. Naja. Stimmt, stimmt. Und wo fangen Drogen an und wo hört es auf? Weil stimmt, alle, die irgendwie in die Apotheke stimmt gehen und sich irgendein Mittel für irgendwas holen, das sind auch Drogenmedikamente. Egal, ob ich jetzt Kopfweh habe und mir Ibuprofen reinhaue im Wirkstoff. Naja, ich meine, wie gesagt. Ja, aber wir reden ja. Über Sucht. Wir müssen ja kurz das teilen. Ja, sage ich ja Sucht, wenn man süchtig ist, illegal und nicht legal mehr anders kann. Oder nicht? Oder schon? Legal, na, Alkohol ist legal. Alkohol ist ja genau, im Grunde legal. Ja, aber? Aber natürlich in gewissen. Nicht im Übermaß, sage ich jetzt einmal. Und vor allem geht es ja jetzt auch darum, wenn dann halt Stars wie Lindsay Lohan, ist einfach so der Name, den wir immer wieder gesehen haben. Robbie Williams, da kam ja jetzt auch gerade eine Doku raus. Sogar Matthew Perry, der Chandler Bing bei Friends spielt, der ist ja sogar jetzt kürzlich erst sogar verstorben. Der hatte Jahre mit Alkohol und auch Drogenprobleme. Also das ist natürlich doch ein Ausmaß, was dann schon ins Gefährliche geht, wenn es dann vielleicht sogar in eine Entzugsklinik führt und so weiter. Also das ist dann doch nochmal was anderes als vielleicht eine Kopfschmerztablette. Kennst du das nicht? Ich meine, du bist ja auch in der Öffentlichkeit. Doch. Alle Leute wollen was zu dir. Ich meine, die Hollywood-Stars sind in einem anderen Ausmaß. Aber trotzdem, man merkt es auch selber, alle bla bla bla, die wollen das und das und das von dir. Und du bist so überfordert, dass du einfach denkst, so, du willst einmal abschalten. Aber wenn du wirklich einfach nur dich hinlegst, dann macht der Kopf da, wirklich, und du brauchst irgendwas, dich zum Entspannen, natürlich, man könnte meditieren oder weiß ich nicht was machen, aber man denkt sich, gut, dann gehst du mit deinem besten Freund auf ein Drangerl und dir geht's wieder besser, so fängt's einmal an, oder? Doch, ja, ist wirklich so, also bei mir ist es, kann jetzt nur von mir sprechen, ich sehe mich jetzt nicht als Star, ich meine, da war Robert Junior, Österreich ist klein, das aber ist, wir Lohan, das ist halt, aber natürlich in der Öffentlichkeit stehen, ne? Also umso mehr ich in der Öffentlichkeit gestanden bin, jetzt wäre ChatGPT zum Beispiel, dann habe ich schon, also dann kommt mir irgendwo hin und Events und Shows, so wie hier zum Beispiel, nicht? Und auch Drehs, so wie Tinderreisen, da trinkt man dann schon die ganze Zeit oder mehr als sonst, weil die Zeit natürlich sich ein bisschen dehnt. Dass du hast nicht dann so diese Routine in deinem Alltag, was auch diese ganzen Stars da sicher auch erleben, weil du nicht so wie normale Hackler, wow, Wahnsinn, Alter, wie ich die Themen heute die haben ja nicht das normale Leben so mit Routine. Ich stehe morgen in der Früh auf, 8 Uhr, 9 Uhr bin ich in der Hocken und um 17 Uhr komme ich wieder nach Hause. Aber tut und dann mir leid, da muss ich hier unterbrechen, wirklich, weil eben du unterscheidest das gerade. Ich glaube, eben bei den Stars merkt man das, die haben Probleme, weil die in der Öffentlichkeit stehen. Aber tatsächlich gibt es so viele Leute, die davon betroffen sind, weil denen das genauso geht, halt in einem anderen Ausmaß. Die haben halt selber Probleme in der Familie oder haben nicht das stabile Umfeld und rutschen dann in Drogenabhängigkeit. Ich
Ich sage nur, es ist jetzt nicht der die Ausnahme sind ja die Stars, weil das die wenigeren es sind. Es geht jetzt gerade einfach um Stars. Es geht jetzt einfach um Stars. Ja, aber du sagst, du erklärst das deine Probleme, die jeder hat. Die hat denn die Grenzen? Vielleicht, also so, kennt ihr zum Beispiel eure eigene Grenze? Also so, wo ihr sagt, okay, da, das war's jetzt, da kommt jetzt nichts mehr rein oder vielleicht beim Fortgehen, wo dann vielleicht... Unter der Woche weiß ich habe eine normale Arbeit auch. Ich bin eine Angestellte und weiß, ich muss Leistung bringen. Da weiß ich sehr wohl, das kann ich mir nicht leisten, weil ich muss halt Strom, Gas, das muss ich halt zahlen und das kann ich mir nicht leisten am Wochenende. Ob er sagt, die ist ein bisschen angesoffen und ein bisschen deppert, ist mir wurscht, weil das hat für mich keine Konsequenzen, außer dass mich Leute nicht leiden können oder denken, ich bin deppert. Das ist mir eigentlich wurscht. Ne? Drum, da gehe ich auch oft über die Grenze. Ja? Ist mir egal. Aber sonst, ja, würde ich sagen, ja, aber natürlich in dem Ausmaß, was ich das mache, ich habe natürlich ein eigenes Getränk, dann arbeite ich auch damit. Ja, ist vielleicht zu viel, gebe ich zu. Alkoholisches Getränk musst du ja, sage ich ja. Ist vielleicht zu viel, gebe ich zu. Ja, solange ich noch leistungsfähig bin und keine Einschränkungen in meinem Leben noch sehe, dann ist es noch eher unbedenklich. Ab dann, wenn meine Leberwerte, die kontrolliere ich auch regelmäßig, dann würde ich sagen, okay, Lydia, so jetzt müssen wir echt was machen, weil so geht es nicht weiter. Dann würde ich schon sagen, wie ist denn das bei Stars? Sind da auch so ein bisschen vielleicht die Zuschauer und Zuschauerinnen, vielleicht die Fans schuld, weil sie einfach so einen Druck ausüben auf diese Menschen? Also Michael Jackson hat einmal gesagt, er kann überhaupt nicht mehr schlafen, weil die Energie, die er bekommt von den ganzen Konzerten, lässt ihn die ganze Zeit einfach wach sein, weil das einfach so übermäßig viel Adrenalin ausstößt, dass er eben zu der greift. Das habe ich noch als Kind damals so mitbekommen. Und dann, wie ich dann schon älter war und er verstorben ist, an diesen Medikamenten, da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja irgendwie ein Teufelskreis. Ne? Mhm. Einerseits lieferst, hast du viele Menschen damit begeistert und viele Menschen kommen auf deine Konzerte und das ist ja auch der Grund, warum man diese Kunst halt ausübt, wie er damals gemacht hat. Und andererseits denkst du so, also, auch hier, es gibt ja noch, das zieht sich ja eh wie ein Rattenschwanz, das ist ja heutzutage auch so bei diesen ganzen großen Leuten da, Cloud Rap und so, wie es halt gerade in ist, ist es ja genauso. Und ja, dann entwickelst du halt eine Sucht und irgendwann, leider Gottes, krepierst du dann an dem Scheiß. Kannst du dir vorstellen, wenn so viele Millionen Leute dir zujubeln und dich feiern, dass du das so psychisch verarbeiten kannst, so wenn du herkommst und irgendwer sieht dich und schreit und so, bist überfordert mit der Situation. Ich bin jetzt schon mit meinem mickrigen Instagram-Follower überfordert, ja. Und ich habe nicht mal die Hälfte von dir. Also ich bin wirklich, da immer schwer damit beschäftigt, ja. Ja, ja. Wir sollten uns ein Beispiel an die Rapper nehmen, die predigen tagtäglich. Was nehmen die überhaupt? Wir nehmen alles und predigen alles in die Rap-Songs, die sind immer gut drauf. Glaub, wir machen lieber keine Werbung für irgendwelche bestimmten Stoffe, je nachdem. Ich glaube, auch da wäre natürlich ein Thema, darüber könnten wir sicher auch noch eine ganze Weile reden. Haben aber leider keine Zeit mehr. Vielen, vielen Dank, Lydia Kellowitz und Louis, der Tinder-King. Das war schon wieder, es war sehr, sehr kurz, es hat Spaß gemacht. Jetzt schießt erst der Sekt, oder? Ja, perfekt, jetzt geht's erst bei uns richtig los. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Möchtest du vielleicht ein Date haben mit mir? Haben wir sich nicht vorher schon gerade was ausgemacht? Das ist typisch du, der King.